So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Attila Total War mit dem Weströmischen Reich. Gleich hier im Anschluss der nächsten Folge nehme ich das Ganze auf. Und ich hatte gesagt, ich möchte in dieser Runde jetzt erstmal in die Diplomatie schauen. Kurzen Überblick verschaffen, so sieht es aktuell aus. Wir haben sehr, sehr viele Handelspartner mittlerweile hier. Wir handeln mit den Briten, mit den Galliern, mit den Makedonen, mit den oströmischen Separatisten, die hier so ein bisschen das Erbe in Konstantinopel der Oströmer angenommen haben. Wir handeln auch mit germanischen Fraktionen hier, mit den Varnen, mit den Franken, mit den Alemannen und auch mit den Alanen. Und gerade mit den Alanen haben wir aktuell ziemlich gute Beziehungen. Das kann sich wirklich sehen lassen. Und ja, so ein Bündnis möchte ich im Osten jetzt nicht eingehen. Ich habe sowieso jetzt nicht vor, hier großartig Militär- und Schutzbündnisse aufzubauen. Bin ich kein Freund von. Denn Fraktionen, die mit denen ich freundlich gesinnt bin, die werden mir so oder so nicht den Krieg erklären. Das ist ziemlich sicher, oder? Es ist unwahrscheinlicher, dass die mir den Krieg erklären. Aber ich möchte eben auch nicht verpflichtet sein, im Falle eines Krieges, den die führen, dass ich damit reingezogen werde. Denn ich habe sowieso schon genug Fraktionen, die mir eben weniger freundlich gesinnt sind. Wir haben aktuell einen Tributstaat, das sind die Briten. Ich habe ja in den letzten Runden sowieso ein bisschen das Vertrauen auch in diese Tributstaaten verloren, weil die einem eben nicht immer in jeden Krieg folgen. Beziehungsweise weil die einen auch nicht verteidigen. Denn in der Regel wurde ich ja jetzt bisher immer im Stich gelassen, wenn ich angegriffen wurde. Das heißt, ich war nicht mal der Aggressor, ich war der Verteidiger. Und trotzdem haben mich meine Tributstaaten nicht unterstützt. In Britannien habe ich mich aber entschlossen, das zu tun, weil wir eben hier aktuell ja jetzt nicht die beste Ausgangssituation haben gegen die Kelten, die ja hier wirklich in ihrem Urland sind, die hier in ihrer Heimatregion kämpfen. Und von daher bin ich hier ein bisschen auf einheimische Unterstützung auch angewiesen, wie zum Beispiel durch die Briten. So, vielleicht mal nochmal ein paar Worte zu unseren Feinden aktuell. Wir sind im Krieg mit den Sassaniden, die natürlich auch ihre ganzen Tributstaaten dazu ziehen und ihre militärischen Verbündeten, also die Lachmiden, die Atropatene, Armenier, Aranisch, Parthien, Afrigiden. Das sind diese ganzen östlichen Fraktionen. Wir sind weiterhin im Krieg mit vielen keltischen Fraktionen, den Eldani, den Pikten und auch mit den Hunnen sind wir nach wie vor im Krieg. Ansonsten im Süden mit den römischen Separatisten. Ja, die Spanier mögen mich nicht wirklich. Die haben aber auch viele Feinde. Ja. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Vielleicht können wir doch noch mal das eine oder andere Handelsabkommen hier aushandeln. Zum Beispiel mit den Kaledoniern. Mittlerweile sogar freundliche Beziehungen. Was ist denn da los? Die Götter lassen mich euch zu Die haben gehören. kein Interesse, leider. Und ansonsten, sie wären es nur noch die Garamanten. Setzt euch, Wobei, bitte, ganz im und Ernst. nehmt euch Wein. Ich denke mal, der Krieg gegen die Garamanten, der wird bestimmt noch 5 bis 10 Runden dauern, bis ich da angreifen werde. Und bis dahin können wir ja auch handeln. Warum nicht? Handeln wir Setzt bis dahin. bitte und nehmt euch Wein, um euren Kopf Dann zu können wir nämlich auch noch ein bisschen Gold hier gegen einnehmen. hitzige Die Worte zahlen ja auszutauschen. bestimmt auch ganz gut. Oder? Ja. Und auch da falsche ich jetzt, weil es ist Gold. Gutes Gold. 1700 Gold bekommen wir noch dazu. 600 pro Runde. Jetzt sind sogar 900, weil ja jetzt die ganzen Ressourcen noch aufgerechnet werden, die ganzen Exporte. 449 bekommen wir auch noch aus Zöllen. Umso besser. Bevor wir aber den Garamanten den Krieg erklären, sollten wir in der Runde davor dann dieses Abkommen auch beenden. Sonst hat es eben auch einen diplomatischen Malus. Ja. Gut, dann sind wir da auch fertig. Ich wollte nochmal in den innenpolitischen Bereich gehen. Wir haben ja mittlerweile sehr, sehr viele erfolgreiche Generäle hier. Quintus Helvius Carbo. Sehr, sehr viele Sterne hat er. Und ja, auch hier viele 5-Sterne-Generäle, 6-Sterne-Generäle haben wir. Das sieht jedenfalls hervorragend aus. Genau. Wie sieht es mit meinem Einfluss aus? Mein Fraktionsanführer hat aktuell gerade mal 79 Einfluss. Der soll mal ein bisschen sparen jetzt. Ja, es muss auch mal Zeiten geben, wo wir Einfluss aufsparen.
Einige sind ja schon in sehr hohen Ämtern mittlerweile angelangt. So, hier haben wir Firmus Vitricius Lanatus. Ein Bastardsohn, also irgendein unehelicher Sohn. Sehr loyal, kann sich sehen lassen. Aber der sammelt nicht wirklich viel Einfluss aktuell. Er sammelt gar keinen Einfluss, oder? Nee. Sieht nicht so aus, vielleicht können wir da ein bisschen nachhelfen. Haben wir hier irgendwas, was Einfluss verteilt? Nee. Militärische Forschungsrate nehme ich aber auch ganz gerne. Hier Steuersatz, na gut. Ja, doch, Steuersatz und zumindest plus 3% für zivile Entwicklungen. Und dann haben wir nochmal, hier hatte ich auch was mit militärischen Entwicklungen gesehen. Ja, Forschungsrate für militärische Entwicklungen. Sehr schön. So, die haben alle ihren Haushalt auch bekommen. Hat er eigentlich auch noch seinen Haushalt? Persönlicher Einfluss, Autorität, genau. Ja, passt alles sehr gut zusammen. Schau ich hier nochmal. Ja, wir können auch den ganzen Kandidaten, die zwar nicht im militärischen Stab dienen, wie auch hier in unserer Familie sind, da sind ja doch einige Kandidaten, die einfach eben im Senat ja, sich uns angeschlossen haben oder die eben unsere Unterstützung erhalten oder wir haben ihre Unterstützung erhalten. Die erfüllen hier aber keine wirklichen Aufgaben, sind einfach nur Staatsmänner, sieht man ja hier. Und diese Staatsmänner können wir natürlich, den können wir natürlich auch Haushalte zuordnen. Boah, hier politisch. Nein, keine Freunde. Alle, die heute bei Tisch sind, haben Nutzen. Sie werden uns zu Besserem verhelfen. Boah, plus 3 öffentlicher Orten, Einfluss pro Runde. Für die Frau, die ist sehr einflussreich. Den könnte man ja auch mal adoptieren, ne? Eigentlich schon. Eigentlich wäre das tatsächlich eine gute Option, den zu adoptieren. Der ist auch noch relativ jung, mit 30 Jahren, sage ich mal. Ich wollte ab und zu mal nach dem Alter hier schauen. Hier haben wir einen Gelehrten. Auch erst 32 Jahre alt. Ich würde gerne mal was testen. Wir haben ja die Möglichkeit. Forschungsrate. Wir haben aktuell eine Forschungsrate von 264. So, wenn ich den jetzt rekrutiere, Gaius Aberacianus. Ich muss ihn ja nur mal kurz als Flottenkommandant rekrutieren. Dann löse ich ihn gleich wieder auf. Und jetzt ist er hier auch in der Familie drin. Und wir haben jetzt eine Forschungsrate von 200. 69. Hat das geklappt? Ich meine schon. Ich meine, es hat geklappt. Jedenfalls können wir diesen Staatsmännern auch ein paar Eigenschaften zuordnen. Vielleicht haben wir auch mit Untergenerälen, die auch noch gar keinen Haushalt haben. Man hier doch ein paar Kandidaten. Wir hungern nach einer Schlacht. Genau, den können wir natürlich auch allen was zuordnen. Forschungsrate für Entwicklungen, das ist so das Entscheidende, finde ich. Das dauert ja dann auch immer eine Runde, bis es aktiviert wird. So, ich schaue vor allem auf Forschungsrate, eben weil es so wichtig ist. Na, hier haben wir schon nichts mehr. Aktuell. Ne, wir haben mittlerweile alles verteilt. Wir haben alles andere verteilt. Okay.
Aber diese Haushalte sollte man schon jederzeit auch verteilen. So, und jetzt haben wir noch 33.000, deswegen möchte ich einmal noch mal jetzt über die Gebäude gehen und schauen, ob wir vielleicht noch das eine oder andere Gebäude bauen werden. Zum Beispiel hier in Malakka. Einmal noch mal Thermen könnte man hier errichten. Ja, ich meine, irgendwann werde ich in Cordoba auch noch mal sanitäre Anlagen aufbauen. Ja, ich hatte ja überall jetzt auch schon die Nebensiedlungen um eine Stufe aufgebaut, auch die Hauptsiedlungen zumindest auf Stufe 2. 60 Nahrung sind da immer noch verkraftbar. So, Aquitanien. Nahrungsemporion, ja, mach ich mal. Erhöht auch nochmal ein bisschen die Nahrungseinfuhr und Gebäude. Wohlstand aus der Tierhaltung wird auch erhöht. So, Nabo können wir aufbauen. Das mache ich sofort. Dann hatten wir ja auch in der letzten Folge hier das Infanteriegelände errichtet in Genua. Jetzt haben wir hier sogar zwei Einheiten Herculani Seniores in der Garnison. Also die Stadt ist sicher. Die Stadt ist sicher. Wir können die jetzt auch rekrutieren. Und diese Infanteriegelände, die kosten natürlich hier 1000 Unterhalt kostet dieses Gebäude. Auch das Kavalleriegelände kostet mich 1000 Unterhalt. Unsere Ausgaben für die Instandhaltung sind also jetzt deutlich in die Höhe gegangen. 7200. Das ist schon echt eine Menge. So, Rom. Na, hier gibt es auch erstmal nichts, was ich aufbauen würde. Ja. In Karthago würde ich an sich den Handelshafen gerne aufbauen. Hier zu einem Handelskai. Und dasselbe auch für Hadrumentum. Haben wir noch ein bisschen Gold über. Nächste Runde erforschen wir dann die defensive Logistik. Auch eine sehr, sehr wichtige Technologie. Erhöht nochmal Munition für Artillerie. Das ist nicht ganz so entscheidend. Wir bekommen allgemein mehr Munition bei Belagerungsverteidigungen. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt nur Provinzhauptstädte gemeint sind oder ob da auch solche Nebensiedlungen gemeint sind. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel in Syrakus belagert werden würden, ob wir da auch dann die erhöhte Munition bekommen. Ich meine, 25%, das ist nicht wenig. Wenn wir uns jetzt mal so eine Einheit anschauen, wie hier diese Elite Ballistari, die haben 20 Munition von Natur aus. Ich glaube, diesen Urzustand muss man dabei betrachten. 10% sind 2 Munitionen, 20% sind 4 Munitionen, 25% sind 5 Munitionen. Das heißt, die haben 5 Salven mehr, die sie abschießen können, wenn das so funktioniert. Und wir können auch die Belagerungswaffenstätte, die königliche Waffenkammer und den meisterlichen Waffenschmied dann auf die höchste Stufe aufbauen hier. Die königliche Waffenkammer in Ravenna. Unsere... jetzt muss ich kurz nachschauen. Genau, die königliche Waffenschmiede in Ravenna. Dann die meisterliche Waffenschmiede in Mediolanum. Und dann in Narbonensis hier in Aquae Sexiate. Da bauen wir dann am Schluss noch die Belagerungswaffenstätte aus. Dann sind wir soweit fertig. Die Spione sind ja auch jetzt nach und nach wieder auf dem Weg in die Heimat, die wir hier auch brauchen werden. Die Westgoten bauen hier auch nach und nach das zerstörte Gebiet wieder auf. Wie sieht denn das Ganze? Hier haben wir die Markomannen. Mal schauen, ob die sich irgendwo niederlassen werden. Die Ostgoten stehen noch hier. Dann haben wir auch Hunnen im Bereich der oströmischen Separatisten. Sind die denn im Krieg mit den Hunnen? Nein, die haben aktuell nicht einen einzigen Krieg, den sie führen. Und trotzdem so ein starkes Heer, was hier steht. Konstantinopel kann sich auch sehen lassen. Hat eine ziemlich starke Garnison. Und ich würde sagen, wir sind hier soweit erstmal fertig mit der Runde und weiter geht's. Ah, hier können wir noch Haushalte verteilen. Warum hat eigentlich so ein erfahrener General hier mit 6 Sternen, warum hat der nur so wenig oder gar keine Haushalte zugeordnet? Rekrutierungskosten für Fernkampfinfanterie. Autorität plus 2, wenn er General ist. Öffentliche Ordnung. Ähm,
Die sanitären Anlagen finde ich tatsächlich ganz wichtig. Erhöht auch die öffentliche Ordnung. Hier ehrgeiziger Magistrat. Weil in vielen Regionen, die wir frisch erobern, haben wir nicht die besten sanitären Anlagen. Dann vielleicht noch was für die Armee. Baukosten. Wohlstand aus Handelsgebäuden klingt auch sehr gut. Integrität hat er eine sehr hohe Integrität, ja. Rekrutierungskosten. Unterhaltskosten minus 10% für Nahkampfinfanterie-Rekruten. Legionsparterre. Gut, er hat halt kaum Nahkampfinfanterie-Einheiten. Von daher würde ich sagen, wir nehmen hier erstmal Baukostenreduzierung für Hafengebäude und Wohlstand aus Handelsgebäuden. Und das ist dann auch wieder ziemlich egal. Hier Forschungsrate plus 2%, Wachstum plus 10% für die lokale Region. Genau. Und wenn ich in Zukunft meine Generäle dann leveln werde, dann werde ich hier diese Punkte gar nicht mehr so weit ausfallen, sage ich mal, sondern ich werde überall einen Punkt erstmal aktivieren und dann hier unten Richtung, wenn es um die Strategen geht oder auch hier um die Vorhut, das sind Punkte, wo wir möglichst schnell hingelangen müssen, weil das eben hier die Bewegungsreichweite erhöht. Es erhöht den Nahkampfangriff für die ganze Streitmacht und hier am Schluss bekommen wir sogar noch erhöhte Werte auf Autorität, List und Hingabe. Bis hin zu erhöhten Wachstum und Angriffsbonus. Und das sind die wichtigen Werte. Ne? Auch hier reduzierte Erschöpfungsrate. Das ist für uns mehr von Bedeutung jetzt im späteren Verlauf des Spiels als öffentliche Ordnung. Oder, Baukosten. Sind auch nicht mehr so entscheidend. Korruption ist weiterhin ein wichtiges Feld für uns. Wir sind ja auch bald dabei, dann auch hier die kirchlichen Entscheidungen zu erforschen, wo die Korruption dann auch erstmalig um minus 2% reduziert wird. Das wird fraktionsweit doch einen Einfluss haben. Und ich denke, jetzt habe ich genug geredet und weiter geht's. Wir können die Streitmacht hier noch verbessern, wir können die Rüstung hier noch verbessern oder ich warte einfach noch die Runden dann ab, bis wir hier dann noch die Waffenkammern und alles mögliche aufgebaut haben und verbessere erst dann hier die Rüstungen. Das ist ja auch eine Option. Ja, so mache ich's. Weiter geht's. Und die Briten wurden besiegt. Durch die Abdani. Ja. Das ist natürlich jetzt schwierig geworden hier. Jetzt kommen die Priester wieder. Die Spione. Ist die Frage, ob wir Camulodunum und Londinium halten werden. Müssen wir mal schauen. Ich werde hier sicherlich in den nächsten Runden noch ein paar Söldner rekrutieren müssen. Die Rekrutierungsoptionen sind miserabel. Gerade mal die westliche Auxilia Palatina können wir rekrutieren. Und diese Speereinheiten sind gut, aber haben gegen die Nahkampfeinheiten, gegen die nahkampfstarken Kelten, weniger Chancen. Aber ansonsten eine sehr ruhige Runde. Britannien wurde vernichtet, wir haben es schon gesehen. Verschleiß in der Wüste, Ende der Amtsdauer. Secundus Vagenius Galeo möchte aufsteigen. Natürlich darf er das auch. So, Provinz umstritten. Handelsabkommen wurde aufgelöst mit den Briten. Ja, die spalten sich natürlich ab, weil sie eben besiegt wurden. So, wir haben einen Infanterieplatz hier repariert, umgebaut, trifft's eher. Jetzt können wir nämlich auch hier Legio Competentes und sogar die Elite der Palatina rekrutieren. Dass das schon auf Stufe 2 geht, wusste ich nicht. Boah, das ist stark. Die können wir ja tatsächlich schon länger rekrutieren. Davon holen wir uns auch gleich mal ein paar. Ich würde schon vorschlagen, wir holen uns mal 3 Einheiten, mehr nicht. Ansonsten erstmal noch Legio Competentes. Aber erst einmal schlagen wir den Aufstand nieder, bevor er zu stark wird. So, Londinium haben wir da jetzt eigentlich schon eine bessere Garnison, die noch nicht. Ah, es kostet schon ein paar Verluste.
euch, Männer! So, dann haben wir das. Das ist Gebiet der Alemannen, denen wir ja auch mittlerweile ganz passable Beziehungen haben. Die möchte ich auch jetzt nicht zerstören, indem ich jetzt hier deren Gebiet ohne Grund betrete. Söldner stehen leider auch nicht zur Verfügung. Das ist schon ärgerlich, erst recht, wenn diese Armee hier auch angreifen sollte. Wie weit kommen die denn? Das sind die Ebdani, hier sind die Pikten. Ich tausche die Armeen mal aus. Ich schicke mal die Armee, die 22. Legion nach Londinium. Und euch schicke ich nach Camulodunum. Und ihr rekrutiert dort jetzt dann eben die frischen Einheiten. Wenn wir die nächste Runde überstehen, dann bin ich hier sehr, sehr guter Dinge. So, Municipium gebaut in Pogdilla. Eine Stadt. Tamusiga. Sehr schön. Plus 8 öffentliche Ordnung haben wir jetzt hier. Ja, die meisten Industriegebäude werden erst in 3 Runden fertig. Da wird sich das Ganze dann zeigen, wie sich das einstellt. Ich könnte natürlich jetzt auch schon mal für die Zukunft das Ganze berechnen. Ich schaue mir aber lieber in 3 Runden an, wie es dann wirklich aussieht, anstatt dass ich jetzt hier Zukunftsprognosen aufstelle. So, die Eisenschmiede in Pax Augusta. Heiliger Boden wurde abgerissen. So, und hier möchte ich jetzt auf alle Fälle noch ein paar Felder bauen. Auf alle Fälle. Weil die Nahrungsverteilung ist hier noch sehr, sehr eng aktuell. In 3 Runden wird das Municipium fertig. Ja. Sichere ich mich mal ein bisschen ab. Ach, aktuell werden 58 Nahrung produziert hier in der Region. Das kommt also... Ja, wo kommt das her, ist die Frage. Mir wird hier natürlich deutlich mehr angezeigt. 30 Nahrung, 40 Nahrung, 55 Nahrung, 18 Nahrung. Die Gebäude bringen meiner Fraktion natürlich nicht viel. Ich reiß die jetzt auch nach und nach ab. Das ist der richtige Schritt. Und ich baue ja gleichzeitig jetzt auch hier die Felder auf. Aber eben solange ich noch keine eigenen Felder bauen konnte, wollte ich eben erstmal die Nahrungsversorgung mit den Ziegenställen und den umzäunten Feldern hier garantieren. So, ungewöhnliche Wetterbedingungen. Wir haben die defensive Logistik erforscht. Und ehe ich es vergesse, werde ich jetzt hier auch erstmal die Gebäude noch ausbauen. Wir fangen mal an in Ravenna mit der königlichen Waffenkammer. Da bekommen wir nachher plus 15% Rüstung für alle Rekruten, nochmal plus 15% Schildwirksamkeit. Kostet auch ordentlich. 7000 kostet das Gebäude. Und es bringt wirklich jede Menge Verarmung mit sich. Verarmung von plus 8. Ja. Da wird hier auch das Aquädukt nicht mehr wirklich viel aushelfen. So, und im Mediolanum sieht es genauso aus. Da bauen wir jetzt den meisterlichen Waffenschmied. Der erhöht die Nahkampfwerte, also den Nahkampfschaden für Infanterieeinheiten. Beziehungsweise für alle Einheiten, das gilt ja auch für Fernkämpfer. Für Nahkampfschaden für Rekruten steht ja hier, plus 15%. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Einheit haben, der Standard ist eben 40 Nahkampfschaden bei so einer Infanterieeinheit. Da haben wir 10% sind 4 Schaden mehr. Und 15% sind, 6 Schaden mehr. Das heißt, die haben dann nachher 6 Nahkampfschaden mehr. Und ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob eine Einheit 40 Nahkampfschaden oder 46 Nahkampfschaden dann eben austeilt. Ja, die können sich mittlerweile wirklich sehen lassen, hier unsere sehr starken Legio Comitatensis Einheiten. Das ist wirklich eine ziemlich gute Einheit, die ist wirklich ziemlich günstig, hat einen super Nahkampfangriff, einen super Nahkampfschaden, eine fantastische Abwehr, eine fantastische Rüstung, Gesundheit ist optimal, sie haben Geschosse. Also in meinen Augen ist es wahrscheinlich sogar die beste Einheit, die Weströmer haben, neben den Armbrustschützen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr starke Einheit, die Legio Comitatensis. Ich würde auch sagen, die haben ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die westliche Auxilia Palatina. Nur wenn es im Kampf gegen Kavallerie und gegen die Elefanten geht, da sieht das dann nochmal ein bisschen anders aus. Ja. So, dann suchen wir uns mal ein neues Objekt hier raus. Ich wollte weiterforschen. Und ja, ich hatte mich ja noch nicht ganz entschlossen, wo ich hinforschen möchte.
Am wichtigsten wird es erstmal sein, hier auf die verbündeten Streitkräfte vorzurücken. Da können wir dann auch das Plänklergelände bauen. Das bringt dann auch nicht so viele Vorteile. Ja, der große Militärhafen ist sowieso unwichtig. Beim Plänklergelände haben wir eben die Möglichkeit, noch die Elite Ballistari aus Ravenna zu rekrutieren. Jetzt muss ich mal kurz schauen, genau. Und die Föderati Adelsspeerträger, das ist auch eine sehr, sehr starke Plänkler, also Speerwerfereinheit. Aber gerade die Elite Ballistari, die ist nochmal eine Stufe besser. Wie das dann mit dem Unterhalt aussieht und mit der Rekrutierungszeit und mit den Kosten, das muss man sich natürlich auch nochmal extern dann anschauen. Weil das ist keine Einheit, ja genau, das ist keine Einheit, die die Elite der Ballistari ersetzt, sondern es ist eben eine Einheit, die man zusätzlich rekrutieren kann. Was ich gut finde. Denn ich kenne die Werte in etwa und weiß, dass die nicht grundsätzlich andere Werte haben als die Elite der Ballistari. Das sind wirklich minimale Werte für die Gesundheit, für den Nahkampfangriff, aber alles Werte, die nicht entscheidend sind. Muss man sich anschauen, wie viel die dann kosten. So, wir forschen jetzt also erstmal die Taktik der westlichen schweren Kavallerie. Das Donnern von Kavallerie treibt alles vor sich her, erhöht Angriffsbonus für Kavallerie und wir schalten dadurch dann die Equites Promoti frei und die Scholae Gentiles. Das ist eine mittelschwere Kavallerie, eine mittelschwere Nahkampfkavallerie und jetzt muss ich kurz überlegen, die Equites Promoti. Oh, jetzt muss ich überlegen. Equites Daimate. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Ja, hier, das sind die Equites Daimate. Die werden dann ausgetauscht. Und die Cataphractarii wird ausgetauscht durch die Scholae Gentiles. Das ist dann auch eine Schockkavallerie. Die Cataphractarii haben wir auch nicht einmal rekrutiert. Das ist hier diese Einheit. Mittelschwere Schockkavallerie. Ja, die wird ja nur besser. Also je höher man vorsteht, desto besser werden die Einheiten in der Regel. Und für die Scholae Palatine bekommen wir eben nochmal eine bessere Nahkampfkavallerie. Ja. Sehr schön, sehr schön. Und ich schaue mal jetzt hier in den Norden. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt auf. Föderati-Speerträger müssen wir nicht rekrutieren. Söldner können wir nicht rekrutieren. Ja, aktuell 14 Einheiten. Dreimal Ballistari. Das sollte noch ausreichen, falls die Ebdani jetzt angreifen sollten. In drei Runden haben wir dann auch hier das Municipium. Da gibt es dann auch nochmal ordentlich Garnisonen, nämlich 3, 4, 5, 6, 7 Garnisonseinheiten. Und von daher würde ich sagen, wir sind auch hier in der Runde fertig. Weiter geht's. Achso, die Agenten. Ich hab's vergessen. Da schauen wir nochmal in die Richtung. Ah ja, hier waren die Hunden. Die sind auf der Flucht jetzt. Die sind auf der Flucht. Und den Agenten möchte ich auch nicht vergessen. Der kam jetzt nicht so weit. Und da sind die Hunden, die Langobarden. Die sind immer noch im Krieg bestimmt, oder? Die Langobarden. Hier. Die haben zwei Horden aktuell. Ne, die sind nicht mehr im Krieg mit den Hunden. Okay. In Ordnung. Weiter geht's. Unser Kampf wird böse enden. So, die Niemandem Ebdani große bieten mir Frieden an. Ehre. Da gehe ich erstmal nicht drauf ein. Und jetzt habe ich gerade. Naja, es ist nicht ganz so schlimm. Ich habe jetzt vergessen, natürlich die eine Stadt zu besetzen von den weströmischen Rebellen. Aber das kann ich auch in die nächste Runde verschieben. Ist nur ein bisschen blöd, weil die Armee jetzt in der Wüste steht. Und dadurch, dass die in der Wüste steht, kriegt die jetzt nochmal extra Verschleiß. Aber wichtig ist eben, wenn solche Fehler passieren, dass sie nicht am Anfang passieren. Am Anfang ist es wirklich eine Katastrophe. Also am Anfang darf das überhaupt nicht passieren. Im späteren Verlauf, ja, sage ich jetzt nicht, kann man die Konzentration zurückfahren. Es gibt immer noch Krisenzeiten und Krisen, die es zu bewältigen gibt, aber da haut so ein schwerer Fehler dann nicht mehr,
so stark, oder schlägt nicht mehr so stark ins Gewicht, würde ich jetzt mal sagen. Feindliche Agentenaktivität. Ein natürlicher Tod. Das Leben hat unserem treuen Untertanen zugesetzt und er ist von uns gegangen. Wir hungern nach einer Schlacht. Das muss irgendein... Ja, wer war das denn? Das war schon mal kein Haushaltsmittel, das war... Wer war das denn? Jetzt guck ich nochmal nach. Porcia Flavia Structa. Das ist eine Ehefrau gewesen. Im Alter von 55 Jahren. Ah, hier. Die ehemalige Ehefrau von Anicius Africanius Flaccus. Die hat noch gelebt. Die ist jetzt auch verloren. Sie möge in Frieden ruhen. Genau. So, hier reißen jetzt nach und nach noch die ganzen Felder ab. Bauen unsere eigenen Weizenfelder hier auch auf. Die Einheiten wurden rekrutiert, erfolgreicherweise. Da hole ich dann noch mehr Legio-Einheiten dazu. Dasselbe gilt auch hier. So, wir haben auch noch Gebäude errichtet. Wir reißen natürlich nicht dauerhaft nur ab. und wir konvertieren jetzt hier auch schon nach und nach. Plus 3,5% haben wir jetzt hier schon lateinisches Christentum aufgebaut. Keltisches Heidentum wird verdrängt mit der Zeit. So, in Caesarea steht das Kapitol. Das wird sofort aufgebaut zu einem Haus des Statthalters. So, dann haben wir den Lebensziegeltrockner errichtet. Den baue ich erstmal noch nicht auf. Erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Die öffentliche Ordnung hat jetzt hier definitiv Priorität. So, und das ist die eine, die ich letzte Runde vergessen habe. Man sieht es auch schon, na, die hat schon ein bisschen was an Verschleiß bekommen. Deswegen hole ich mir jetzt sicherheitshalber mal noch ein paar zusätzliche Einheiten hier dazu. Das einzige Schöne ist, die Söldner der abtrünnigen Wüstenlegionäre, die haben hier die Eigenschaft, diese Einheit ist immun gegen Verschleiß in der Wüste, weil die eben dieses Klima gewohnt sind. Also unsere Einheiten bekommen Verschleiß, aber es gibt auch einige Einheiten, die eben diesen Verschleiß nicht bekommen. Wie zum Beispiel hier auch die Söldner der Plünderer der Wüste, die sind das eben gewohnt, das Klima. Ich lege jetzt mal die Einheiten zusammen, weil ich weiß nicht, was mich in Kidamus erwartet. Und das sind jetzt auch nicht Einheiten, die ich jetzt nie wieder rekrutieren kann, die bekomme ich wirklich überall hinterhergeworfen. So, holen wir uns auf alle Fälle hier die Söldner der garamantischen Lanzenträger, die sind sehr teuer, aber es ist eine sehr effektive Schockkavallerie. Und mal gucken, ob es ausreicht. Ich ziehe es auf alle Fälle mit der Armee auf Zidamus. So, es erwartet uns auch keine Gegenwehr. Eine sehr schwache Garnison. Zu unserem Vorteil das Ganze und wir greifen direkt an. Und besetzen die Stadt. So, dann reparieren wir das Ganze. Erst einmal. Wenn wir richtig Pech haben, haben wir trotzdem bald den Aufstand in die Midi. Ja, es kann sein, dass wir dann Aufstand haben werden. So. Die Spanier haben sich hier erstmal noch erfolgreich verteidigt gegen die Garamanten. Das kommt auch ein bisschen überraschend. Mal schauen, wie jetzt hier dieses Verhältnis ist. Also die Spanier sind im Krieg mit den Garamanten und auch im Krieg mit den römischen Separatisten. Und die Garamanten sind nach wie vor defensiv verbündet mit den römischen Separatisten. Okay, das muss man sich ja mal anschauen, dieses Spiel hier. Ja, ich habe halt aktuell keine weitere Streitmacht. Doch, wir sind aufgestiegen anscheinend. Ja, Imperium. Imperium, Stufe furchterregend. Die Welt zittert vor euch. Dadurch können wir zwei weitere Armeen aufstellen. Eine weitere Flotte. Wir können sogar einen weiteren Statthalter einsetzen. Und gut, die Spione werden nicht erhöht. Aber das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, weil jetzt können wir zwei Armeen einsetzen, die wir wieder eben dann relativ flexibel vor Ort rekrutieren können, wo eben Rebellionen dann entstehen. Aber zuerst setze ich jetzt mal den Statthalter ein. Noch überlegen, wo ich das machen werde. Ich gehe aber fast davon aus, dass ich das in Afrika machen werde, ja.
Dann kann ich nämlich hier auch die Industrie noch weiter aufbauen. Bevor ich das machen werde, möchte ich aber erst die Ämter hier wieder besetzen. So, der kann auch aufsteigen zum imperialen Magister Equitum. Sehr gut, sehr gut. So, Statthalter. Ich würde ihn tatsächlich in Afrika gerne einsetzen. Das ist eine der reichsten Regionen, wenn nicht sogar die reichste. Wir können ja mal schauen. Unsere reichste Region ist Magna Graecia mit 8500 Einkommen. Da haben wir schon einen Statthalter. Das Statthalter-Symbol ist das Weiße. Ansonsten Kartaginensis ist auch noch sehr reich mit 5300. Ich würde aber sagen, Afrika hat deutlich mehr Potenzial, weil die Siedlungen einfach schon weiter erschlossen sind hier. Und daher setze ich den jetzt auch hier in Afrika ein. Frage ist, wen ich dort einsetzen werde. Einen Richtmeister haben wir, noch einen Richtmeister und einen Meisterplaner. Wohlstand aus Handelsgebäuden für die kontrollierte Provinz. Muss ich mal kurz gucken. Ja, der hat hier die Fähigkeit Kaufmann. Das ist schon ziemlich gut, weil wir ja hier in Karthago auch relativ viele Handelshäfen bauen. Ja, wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn hier Eutropius Rutilius Varro. Und setzen ihn jetzt hier als Statthalter in Afrika ein. Er ist eingesetzt. Muss natürlich erstmal ein bisschen Erfahrung jetzt sammeln. Das ist klar. So, dann kriegt er auch gleich seine Fähigkeiten hier. Ja, sanitäre Anlagen können noch weiter erhöht werden. Und dazu nochmal öffentliche Ordnung. Was haben wir noch? Autorität würde ich auch gleich schon mal erhöhen, weil Autorität auch langfristig hier die öffentliche Ordnung verbessert. Und was haben wir noch? Ja, der Rest ist nicht entscheidend. Nö. Der Rest ist erstmal nicht wichtig. Sehr schön. Und wir können jetzt hier auch einen Erlass einsetzen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt tatsächlich mal den reduzierten Erlass für die Korruption, um das Einkommen eben noch deutlich zu erhöhen. Nahrung sieht gut aus, öffentliche Ordnung wird ja auch schon erhöht, deswegen lasse ich hier jetzt mal den Erlass Panem et Circenses weg und wir gehen auf die ökonomischen. Nee, ich wollte gerade sagen ökonomischen Belange, aber es heißt ökumenische Belange. Die ökumenischen Belange, habe ich auch noch nie gehört, was ökumenisch wohl heißt. Ich kann ja mal kurz nachschauen. Dann nutze ich die Zeit mal, um hier auch ein bisschen Wissen mit reinzubringen. Ökumenisch. Was heißt ökumenisch? Die katholischen Christen auf der ganzen Welt betreffend. Ich würde mal vermuten, dass das ein bisschen die eigene Kultur betrifft. Hier steht ja ökumenische Belange, also die Belange des eigenen Volkes stärken, der eigenen Kultur. Würde auch erklären, warum der religiöse Einfluss für minus vier nicht lateinisches Christentum dann gilt. Das verbessert natürlich ordentlich unsere Kulturverbreitung hier. So, dann baue ich in Karthago auch mal gleich das Aquäduktnetzwerk aus. Ja, solange wir es eben noch bauen können. Die Aquäduktnetzwerke können wir sowieso überall jetzt ausbauen. Kosten zwar ein bisschen Unterhalt, aber verbessern die öffentliche Ordnung. Und von daher können wir da jetzt erstmal überall ausschalten, dass wir das auch umsetzen. Hier zum Beispiel Emerita Augusta. Können wir die Kloake bauen? Das Gebäude können wir irgendwann auch umbauen, dann zu dem Aquädukt. Weil das Aquädukt ja eher auf die öffentliche Ordnung geht und weg vom Wachstum. Aber in der Region ist eben noch jede Menge Wachstum zu erzeugen. Deswegen bauen wir hier erstmal die Kloake. So, auch hier baue ich das Aquäduktnetzwerk in Bracara.
In der Region. Das kostet natürlich sehr viel. 7600 Gold, das ist wirklich eine Menge. So, die Kloake auch im Mediolanum. Und da sieht man, das Geld ist sofort weg. Also, das ist wirklich ruckartig verschwunden jetzt. Aber es ist gut investiert. In die Sauberkeit. Mal schauen, ob es hier dann eine Schlacht geben wird. Ich sehe auch gerade, ich habe schon wieder leicht überzogen mit der Folge. 40 Minuten. Und von daher verabschiede ich mich hier von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut.